Guten Abend, ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Leister, ich bin der Chefarzt der Abteilung für minimalinvasive Endokrine und Viszeralchirurgie. Kompliziertes Wort. Minimalinvasiv ist klar, Schlüssellochtechnik, endokrine Chirurgie, das ist die Chirurgie der endokrinen Drüsen, also unter anderem auch der Schilddrüse. Und Viszeralchirurgie ist im Grunde genommen die Bauchchirurgie, die so die Grundlage für diese Spezialdisziplinen darstellt. Ich darf Ihnen heute etwas erzählen über die entzündlichen Veränderungen der Schilddrüse. Das ist so ein Kapitel, das ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ich habe jetzt mal den Titel so gewählt, dass ich gesagt habe, Entzündungen der Schilddrüse bleiben häufig unerkannt, weil ich feststelle in meiner endokrinologischen oder endokrinchirurgischen Sprechstunde, dass viele Patienten, die zu mir kommen, viele Jahre überhaupt nichts davon wussten, dass sie eine Entzündung der Schilddrüse haben. Und diese Entzündungen der Schilddrüse gehen ja häufig, und das ist eben das Fatale, in eine Überfunktion über oder in eine Unterfunktion. Und wenn sie in eine Überfunktion übergehen, dann ist es eigentlich meistens so, dass man das bemerkt. Denn die Überfunktion, wir werden das gleich im Detail noch sehen, ist verbunden mit Herzrasen, mit Aufgeregtsein, mit vermehrtem Schwitzen. Das merken die Patienten sehr schnell. Aber die Unterfunktion und die meisten entzündlichen Veränderungen der Schilddrüse gehen in eine Unterfunktion über. Die Unterfunktion wird eben nicht bemerkt. Zumindest nicht unmittelbar. Das sind dann Patienten, die über Antriebsarmut, genau das Gegenteil von der Überfunktion, Antriebsarmut, Müdigkeit, teilweise Depressionen leiden. Und da wäre es eben wichtig, dass man mal auch an die Schilddrüse denkt und dass der Hausarzt dann vielleicht mal die Schilddrüsenhormone abnimmt, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und das ist in diesem Fall ganz einfach. Sie brauchen nur eine Tablette am Tag und dann ist das Problem gelöst. Und die sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Form der Entzündung, ist halt so häufig, dass es sicherlich hier den einen oder anderen im Saal auch gibt, der das hat und es vielleicht nicht weiß. Also hier lohnt sich wirklich mal eine Diagnostik, wenn entsprechende Symptome da sind. Und wir wollen vielleicht ein bisschen mal die Krankheitsbilder durchgehen. Wenn man das hier einmal sieht, dann ist das ein historisches Bild, das oft verwendet wird in solchen Vorträgen. Und man sieht zwei Dinge. Man sieht einmal die hervortretenden Augen, den sogenannten Exophthalmus. Und einmal, wenn man genau hinsieht, da muss man schon wissen, wo man hinguckt, hier die Vergrößerung der Schilddrüse. Und dieses Krankheitsbild nennt man Morbus Basedow, nach einem Chirurgen benannt, dem Herrn von Basedow, der das im Grunde genommen beschrieben hat, schon vor vielen, vielen Jahren. Im vorletzten Jahrhundert hat der Mann gelebt und der hat dieses Krankheitsbild beschrieben. Als Merseburger Trias hat er es initial beschrieben, ohne zu wissen, dass es letztendlich auf die Schilddrüse zurückzuführen ist. Und das ist dieser Exophthalmus durch eine bindegewebige Vermehrung des retrobulbären Fettgewebes, also des Fettgewebes hinter den Augen, und die Vergrößerung der Schilddrüse, also der sogenannten Struma oder des Kropfes. Und als drittes, dritten Teil dieser sogenannten Merseburger Trias, die Tachykardie, also das Herzrasen. Und diesen Symptomzusammenhang hat er erkannt, wurde vorher auch schon von jemand anderem, dem Herrn Graves, erkannt. Deshalb wird diese Erkrankung auch in anderen Breiten im englischsprachigen Raum Graves' Disease genannt. Der hatte das schon einige Jahre vorher beschrieben und bei uns wird es eben als Basedowsche Erkrankung beschrieben. Und das ist eine Form der entzündlichen Veränderung und ich sehe sowas relativ häufig in meiner Sprechstunde. Ja, das sind auch Patienten, die teilweise viel zu spät zur Diagnose kommen, denn diese Augenproblematiken, die sind teilweise nicht reversibel. Ich habe sogar Patienten schon erlebt, die bei mir in der Sprechstunde waren, die haben schon 3 oder 4 Augenoperationen hinter sich gebracht, bis dann jemand darauf kam, dass letztendlich die Schilddrüse die Ursache ist. Also ein ganz imposantes Krankheitsbild. Vielleicht kurz zur Anatomie. Sie sind wahrscheinlich nicht alle Mediziner oder kaum ein Mediziner dabei. Hier liegt die Schilddrüse am Hals vorne gelegen, ein schmetterlingsförmiges Organ mit 2 Hälften, dem rechten Lappen und dem linken Lappen. Es gibt die Gefäße von oben und von unten, hinten sieht man den Kehlkopf, die Gefäße, die von oben und von unten in die Schilddrüse einstrahlen, die natürlich von der Anatomie her wichtig sind, wenn der Chirurg hier dieses Organ operieren will. Und ganz wichtig, hinten an der Schilddrüse entlang laufen die Stimmbandnerven, die letztendlich in den Kehlkopf ziehen und für die Stimmbänder verantwortlich sind und dafür sorgen, dass wir alle eine klare Stimme haben und nicht heiser sind und auch für die Öffnung der Stimmbänder, dass man überhaupt ordentlich atmen kann.
Hinten an der Schilddrüse auch gelegen, sieht man jetzt hier nicht, die Nebenschilddrüsen, die bei den Operationen der Schilddrüse immer zu schonen sind, weil die Nebenschilddrüsen sind funktionstechnisch völlig von der Schilddrüse getrennt, weil die Nebenschilddrüsen für den Kalziumstoffwechsel zuständig sind und dementsprechend auch lebenswichtig sind, obwohl sie so klein sind. Man sollte wenigstens ein bisschen etwas über die Hormonsituation wissen, wie das überhaupt alles funktioniert. Die Schilddrüsenhormone, das Triiodthyronin und das Tetraiodthyronin mit 3 Jodatomen und mit 4 Jodatomen, das sind die Schilddrüsenhormone, die in der Peripherie messbar sind, wobei das Triiodthyronin, das mit den 3 Atomen letztendlich das Wirksame ist, und das ist ein Vorläuferhormon praktisch dieses wirksamen Hormons, und durch Dejodierung wird dann T4 zu T3. Also das sind im Grunde genommen die Hormone, die in der Peripherie wirksam sind. Die kommen aus der Schilddrüse, und die Schilddrüse wird stimuliert durch die Hypophyse, durch die Hirnanhangsdrüse über das Thyroidea stimulierende Hormon, und die Hypophyse wiederum vom Hypothalamus, vom übergeordneten Hirnzentrum, das Thyroidea Releasing Hormon. Das ist im Grunde genommen das, was passiert. Und der in der Peripherie im Blut die gemessene Konzentration an T3 und T4 führt dann dazu, dass der Hypothalamus sehr aktiv ist und hier zu einem Wachstumsstimulus führt der Schilddrüse und zu einer vermehrten Ausschüttung von Hormonen oder eben nicht. Das ist sozusagen der Feedback-Mechanismus. Und wichtig zu wissen, das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, wenn man das sieht: ohne Jod keine Schilddrüsenhormone. Das heißt, wir brauchen Jod, und das sind einmal die Mengen, die hier aufgezeichnet sind, die man an Jod braucht, um eine ausreichende Versorgung mit Schilddrüsenhormonen zu gewährleisten. 50 Mikrogramm bei Kleinkindern, 100 Mikrogramm bei Jugendlichen und 200 bis 350 Mikrogramm bei Erwachsenen. Und wenn man immer gefragt wird in der Sprechstunde, wieso habe ich einen Kropf bekommen, dann ist es letztendlich immer die gleiche Antwort, die man geben muss. Es ist grundsätzlich über den Durchschnitt der Bevölkerung gesehen ein Jodmangel. Deshalb gibt es in Süddeutschland immer mehr Kröpfe als in Norddeutschland. Traditionell, weil im Süden des Landes, im bergigen Land, weniger Jod zur Verfügung steht als im Norden. Dieser Unterschied verstreicht aber jetzt mit den Jahren, weil man eigentlich nur noch flächendeckend das jodierte Speisesalz kaufen kann, und damit sind eigentlich diese Mengen schon abgedeckt. Aber was wir heute haben bei den Kröpfen ist, man operiert praktisch die Sünden der Vergangenheit ab. Wir haben zwar heute nur noch etwa 70.000 Schilddrüsenoperationen pro Jahr, das war vor 10 Jahren noch etwa 100.000 Operationen. Trotzdem sind wir immer noch dabei, diese Kröpfe aus der Vergangenheit zu operieren, weil die Jodversorgung eben nicht ausreichend war. Da war auch Deutschland relativ spät dran mit der Jodierung des Speisesalzes. Andere europäische Länder waren da sehr viel schneller. Ja, was sollte man sich merken? Entzündungen der Schilddrüse gehen häufig mit einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse einher. Sie haben jetzt die Regelmechanismen, die Schilddrüsenkreisläufe haben Sie gerade kennengelernt. Und die Entzündungen führen also dazu, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass es zu einer Über- oder Unterfunktion kommen kann. Und das ist eben das Fatale, dass diese Dinge eben auch Konsequenzen haben, die Überfunktion. Ich habe das hier mal rausgeschrieben, das, was man so findet an Symptomen. Insgesamt muss man sagen, tendenziell Überfunktion, Nervosität, Reizbarkeit, Herzrasen, vermehrtes Schwitzen, Aktivität, die Menschen kommen nicht zur Ruhe. Und hier ist es im Einzelnen nochmal aufgeschrieben: Nervosität, Reizbarkeit, Rastlosigkeit, Konzentrationsschwäche, Zittern, Schlafstörungen, hoher Blutdruck, heftiger Puls, zu schneller Herzschlag, Herzrasen, im Extremfall auch lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen gibt es auch, bei den sogenannten thyreotoxischen Krisen, also wenn sehr viel Schilddrüsenhormone ausgeschüttet werden, Gewichtsverlust trotz guten Appetits, warme, feuchte Haut, Schweißausbrüche, Wärmeunverträglichkeit, Haarausfall, brüchige Nägel, Durchfall, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, manchmal dunkle Hautverfärbung oder weiße Flecken, Menstruationsstörungen, teigige Unterschenkelschwellungen bei der basedurschen Erkrankung und Augensymptome, wie wir das gerade gesehen haben. Jetzt wird sich da natürlich jeder irgendwo hier wiederfinden. Man sollte da immer vorsichtig sein. Nicht alle haben eine Schilddrüsenüberfunktion, die das ein oder andere Symptom haben. Aber die Tendenz der Überfunktion ist eben dieses vermehrt Aufgeregtsein und diese Herzrhythmusstörungen oder das Herzrasen. Hier sieht man es nochmal sehr schön. Die Nervosität, Gewichtsverlust, starkes Hungergefühl, gegebenenfalls Durchfall, brüchige Fingernägel, zitternde Hände, warme, feuchte Haut, erhöhte Körpertemperatur, vergrößerte Schilddrüse gegebenenfalls, erhöhte Herzfrequenz und auch Muskelkrämpfe, Muskelschwäche, all diese Dinge
sowie Zyklusstörungen bei Frauen können vorkommen bei der Überfunktion. Dementsprechend die Unterfunktion, genau das Gegenteil dieser Symptomatik, Kälteempfindlichkeit, Müdigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit, Teilnahmslosigkeit, verlangsamte Reflexe, Gedächtnisschwäche, depressive Verstimmungen, Gewichtszunahme ist auch ein wichtiger Punkt, erhöhte Blutfettwerte, Muskelschwäche, Muskelsteifigkeit und Schmerzen, kühle und blasse trockene Haut, spröde brüchige Haare, vermehrter Haarausfall, brüchige Nägel, heisere Stimme kommt auch vor, langsame verwaschene Sprache, chronische Verstopfung, eventuell auch ein Kropf, je nachdem welche Erkrankung dieser Unterfunktion zugrunde liegt, Flüssigkeitsansammlungen in den Augenlidern, Menstruationsstörungen, verlangsamter Herzschlag, erniedrigter Blutdruck, Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung. All diese Dinge gehören in die Richtung Unterfunktion. Ja, wenn man einen Patienten mit einer fraglichen Schilddrüsenfunktionsstörung untersucht, dann steht natürlich die Anamnese zunächst mal im Vordergrund. Sind Unruhezustände vorhanden? Kommt es zur Umfangszunahme des Halses? Schluckstörungen, Atemstörungen, Stimmveränderungen, sind eventuell Schmerzen da, die auf eine akute Schilddrüsenentzündung hindeuten würden? Und die klinische Untersuchung, Messen der Herzfrequenz, Sie wissen jetzt warum, Beurteilung der Haut, Beurteilung der Augen, basedosche Erkrankung ja oder nein, und die Schilddrüse wird abgetastet. Man kann das hier erahnen, dass hier auch eine vergrößerte Schilddrüse vorliegt. Abtasten der Schilddrüse heißt immer gucken, ob die Knoten, die man eventuell tastet, zur Unterlage hin verschieblich sind oder ob die eben vielleicht in die Umgebung einwachsen, was dann auch ein Bösartigkeitskriterium sein kann. Also diese Diagnostik bzw. anamnestischen Dinge sind ganz wichtig. Die Thyreoiditis, die Entzündung, und damit kommen wir jetzt so ein bisschen zum Detail der Schilddrüsenentzündungen, die kann ganz unterschiedlich sich manifestieren, kann ganz unterschiedlich gesehen werden. Grundsätzlich eine gerötete Haut über einer vergrößerten Schilddrüse spricht für eine akute Thyreoiditis. Es kann sogar dazu kommen, bei der akuten bakteriellen Thyreoiditis, dass es zu einer Spontanperforation eines solchen Abszesses durch die Haut kommen kann. Das ist aber eine sehr seltene Erkrankung. Um gleich die Gewichtung ein bisschen klarzumachen, diese Dinge, diese akuten Entzündungen sind relativ selten im Vergleich zu den chronischen Entzündungen, die mit Funktionsstörungen einhergehen. Hier sind sie mal aufgelistet. Was gibt es an Schilddrüsenentzündungen? Die akute Thyreoiditis, das, was wir gerade gesehen haben, einhergehend mit einer Abszessbildung, auch mit spontanen Perforationen solcher Abszesse, eine bakterielle Thyreoiditis. Die entsteht innerhalb von Stunden und führt zu einem enormen Krankheitsgefühl mit hohem Fieber, mit starken Schluckbeschwerden und mit einer starken Druckschmerzhaftigkeit auch der Schilddrüse. Das ist die akute Thyreoiditis, die letztendlich dann mit einem Antibiotikum zu behandeln ist. Die subakute Thyreoiditis der Kervin, das ist ein Eigenname dieser Erkrankung, ist auch eine Entzündung, die aber nicht so fulminant verläuft, ist eine virale Infektion, meist aus dem Bereich der Hals-Nasen-Ohrenärztlichen Krankheitsbilder, die dann verschleppt wird. Eine virale Entzündung, die letztendlich dann natürlich nicht mit einem Antibiotikum, sondern mit nicht-steroidalen oder steroidalen Antiphlogistikern zu behandeln ist, also auch eventuell mit Cortison. Postpartum-Thyreoiditis, eine Entzündung der Schilddrüse nach der Geburt eines Kindes bzw. der Mutter. Diese Postpartum-Thyreoiditis tritt meist 6 bis 24 Tage nach der Geburt auf. Man erklärt es so, dass das Immunsystem der Mutter heruntergeregelt wurde, damit das Kind praktisch im Mutterleib toleriert wird. Und anschließend kommt es zu einer überschießenden Immunantwort, die dann letztendlich auch zu einer Entzündung der Schilddrüse führen kann. Also ein immunologisches Problem, wie auch bei der basedoschen Erkrankung. Es gibt arzneimittelinduzierte Entzündungen der Schilddrüse, zum Beispiel Amiodaron ist so ein Medikament, das zu solchen Schilddrüsenentzündungen führen kann, mit auch einer Überfunktion der Schilddrüse, das ist ein Antiarrhythmikum. Dann gibt es die eisenharte Struma Riedel, die wir schon als Studenten immer gelernt haben. Seltene Erkrankungen, muss man sagen, im Vergleich zu dem, was gleich hier unten kommt, mit dem wir uns auch noch näher befassen werden. Die eisenharte Struma Riedel, das ist eine Erkrankung, die eigentlich gar nicht verstanden ist von der Medizin bislang. Das sind steinharte Schilddrüsenveränderungen, fibrotische, bindegewebig umgewandelte Schilddrüsen, die letztendlich dann auch oftmals, wenn sie so ein Engegefühl am Hals machen, chirurgisch zu behandeln sind. Also eine teilweise oder eine vollständige Entfernung der Schilddrüse ist notwendig. Es gibt auch Entzündungen der Schilddrüse nach Strahlentherapie.
Es gibt Patienten, die haben ein Lymphom beispielsweise am Hals, Hodgkin oder Non-Hodgkin-Lymphom. Sowas wird dann bestrahlt häufig. Und diese Bestrahlungen führen dann auch zu einer Entzündung der Schilddrüse mit den entsprechenden Folgen der Über- oder Unterfunktion. Und diese beiden Dinge, diese chronischen Entzündungen der Schilddrüse, sollen eigentlich den Hauptteil des Vortrags ausmachen, weil sie auch am häufigsten sind. Und die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Entzündung der Schilddrüse, die immunologisch bedingt ist und die letztendlich in eine Unterfunktion mündet. Und das ist eigentlich der Kernpunkt des Titels meines Vortrags, bleiben häufig unentdeckt. Viele Patienten mit der Hashimoto-Thyreoiditis wissen nichts davon. Die sind antriebsarm, die sind müde, die haben eine Unterfunktion und wissen nichts von ihrer Schilddrüsenfunktionsstörung. Und hier lohnt sich tatsächlich, dass man mal die Schilddrüsenhormone abnimmt. Und wenn man dann die Antikörper, die man eben auch nachweisen kann bei der Hashimoto-Thyreoiditis, nachweist und auch nachweist, dass eine Unterfunktion da ist, dann ist es eben ganz einfach möglich, für Linderung oder Heilung zu sorgen sogar, indem man einfach eine Tablette am Tag einnimmt. Und das sind Situationen, die finde ich immer besonders schade, wenn das diagnostiziert wird, meistens natürlich von dem Endokrinologen, manchmal sind die Patienten aber auch bei mir in der Sprechstunde. Und sie können so einfach mit einer Tablette das Leiden loswerden und laufen jahrelang mit einer Unterfunktion der Schilddrüse herum. Denn die Hashimoto-Thyreoiditis macht sonst nichts. Also die ist jetzt nicht besonders belastend für den Patienten von der lokalen Situation, aber eben über eine Verminderung der Leistung der Schilddrüse, der Hormonproduktion wird das dann manifest. Und der Morbus Basedow ist ebenfalls eine autoimmunologische Erkrankung, die aber zu einer Überfunktion letztendlich führt. Das ist diese Erkrankung mit dieser Merseburger Trias, mit diesen Augensymptomen, mit der Tachykardie, also vermehrte Herzleistung oder vermehrten Herzschlag und der Struma als Trias. Und der Morbus Basedow ist letztendlich eine Erkrankung, wir werden das gleich im Dia noch sehen, die dann letztendlich dazu führt, dass man sie medikamentös behandelt, mit einem Thyreostatikum, dem Thiamazol, zumindest ein Jahr. Das ist die Therapie der ersten Wahl. Und nach einem Jahr macht man einen Auslassversuch mit dem Medikament und guckt dann, ob es ohne Medikament geht. Etwa 50-60% kriegen kein sogenanntes Rezidiv, dass die Erkrankung dann erneut auftritt. Und bei den anderen Patienten muss man dann entscheiden, ob man eine Radiotherapie macht oder ein operatives Verfahren. Wir werden dazu noch gleich was sehen. Vielleicht noch mal hier im Einzelnen die akute Thyreoiditis, das ist die bakteriell bedingte Entzündung der Schilddrüse, die über die Blutbahn in die Schilddrüse gelangen. Weiterleitung durch bakterielle Infektion im HNO-Bereich, sehr seltenes Krankheitsbild, um das einzuordnen für Sie. Starkes Krankheitsgefühl, hohes Fieber, druckschmerzhafte und gerötete Schilddrüse, eitrige Einschmelzung mit Abszessen, chirurgische und antibiotische Therapie ist die Wahl. Auch nach Strahlentherapie ist das möglich, dann natürlich ohne Eiterbildung, dass so eine akute Thyreoiditis auftritt. Die subakute Thyreoiditis de Quervain, virale Infektion, hatten wir gerade gesagt, ebenfalls aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich oft fortgeleitet, oft 2 bis 3 Wochen nach einer Infektion der oberen Atemwege. Frauen sind 3 bis 6 Mal häufiger betroffen als Männer, wobei das bei den meisten Schilddrüsenerkrankungen eigentlich so ist, dass die Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Kinder erkranken sehr selten. Der Namensgeber, vielleicht das am Rande, de Quervain, ist ein Schweizer Chirurg, Fritz de Quervain. Er hat diese Form der Schilddrüsenentzündung 1904 erstmals beschrieben. Und die Behandlung, wie ich schon erwähnte, ist die Gabe von Antiphlogistika, also Ibuprofen beispielsweise oder eben auch die steroidalen Antiphlogistika, das Cortison. Ja, Hakaru Hashimoto, der hat dieses Krankheitsbild der Hashimoto-Thyreoiditis entdeckt. Eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Und das ist wirklich eine Erkrankung, die oft ein Kolibri darstellt, die viele Menschen nicht wissen und die letztendlich dann in eine Unterfunktion mündet, so wie ich es gerade gesagt habe. Dieser Herr Hashimoto, ein Japaner, hat auch in Deutschland gewirkt. Er war in meiner, sagen wir mal, Universitätsheimatstadt Göttingen, war er lange Jahre als Pathologe beschäftigt. Er kommt ursprünglich aus Japan, war dann aber auch in Berlin, war hier tätig und war auch noch in London tätig. Und er hat diese Hashimoto-Thyreoiditis entdeckt, die heute eigentlich eines der häufigsten Krankheitsbilder an der Schilddrüse darstellt. Die Erkrankungshäufigkeit der mit einer Hashimoto-Thyreoiditis einhergehenden Schilddrüsenunterfunktion in Westeuropa 1-2%, also enorm viel Patienten, die dieses Krankheitsbild haben. Subklinische Verläufe noch häufiger bei 6-8%. Also Patienten, die das nur ganz dezent haben, die eine dezente Unterfunktion haben, ohne das zu wissen häufig. Frauen
deutlich häufiger als Männer erkrankt, Verhältnis 2:1 bis 5:1. Es finden sich familiäre Häufungen. Die Hashimoto-Thyreoiditis steht häufig in zeitlichem Zusammenhang mit hormonellen Umstellungen. Pubertät, Entbindung, Wechseljahre. Dann kommt sowas häufig vor. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe die Wechseljahre gerade hinter mich gebracht oder bin da mittendrin und ich bin antriebsarm und müde, dann muss man immer mal gucken, ob nicht so eine Schilddrüsenfunktionsstörung dahinter stecken kann, zumal, wie ich sagte, man das sehr, sehr leicht therapieren kann mit einer Tablette. Ja, initial Überfunktion, dann weiß man manchmal nicht, ist es jetzt ein Basedo, der in der Überfunktion bleibt, oder ist es ein Hashimoto, beides Autoimmunerkrankungen, die dann initial nur eine Überfunktion hat und anschließend eine Unterfunktion übergeht. Das muss man rausfinden, einmal über die Antikörperproduktion, sind unterschiedliche Antikörper, die da vor allen Dingen ausgeprägt sind, und dann natürlich über den Verlauf. Wenn man nach 3 oder nach 5 Monaten feststellt, Mensch, ich komme gar nicht mehr in die Überfunktion, sondern ich komme jetzt in die Unterfunktion, dann geht man in Richtung Hashimoto-Thyreoiditis. Es ist eine dauerhafte Unterfunktion, das muss man wissen. Das heißt, die Patienten sind ein Leben lang auf die Schilddrüsenhormone angewiesen. Die Diagnostik, klinisch natürlich, und durch den Nachweis von Antikörpern im Blut in Kombination mit der Funktionsstörung. Das sind vor allen Dingen die Thyroidea peroxidase-Antikörper und die Thyroglobulin-Antikörper, die hier erhöht sind. Die TRAC, die Thyroidea-Releasing-Hormon-Antikörper, sind vor allen Dingen beim Morbus Basedow erhöht. Das heißt, mit einer gewissen Erfahrung, und da sind natürlich die Endokrinologen diejenigen, die das besonders gut können, das heißt die Internisten, mit einer entsprechenden Erfahrung kann man dann hier anhand des Antikörperspiegels schon eine Voraussage machen, ob es eine Hashimoto- oder eine Basedow-Erkrankung ist. Ja, die Behandlung letztendlich durch dauerhafte Substitution von Schilddrüsenhormonen, das sogenannte L-Thyroxin, vielleicht nimmt es der ein oder andere hier im Raum, das ist letztendlich die Wahl auch für dieses Krankheitsbild. Ja, sonografisch kann man die Hashimoto-Thyreoiditis auch ganz charakteristisch sehen. Ich mache hier im Tag der offenen Tür immer einen halben Tag oder den ganzen Tag die Schilddrüsen-Sonografien, und das wird auch dankbar angenommen. Und da sieht man immer mal wieder zwischendurch solche echoarmen, das ist die Schilddrüse, solche echoarmen Schilddrüsen. Das heißt, das ist ein typisches Bild für die Hashimoto-Thyreoiditis, zumindest im Anfangsstadium. Später kann das auch ein kleiner, echoreicher Befund sein. Aber so sieht das initial aus, diese Entzündung der Schilddrüse, die vermehrte Durchblutung anzeigt und diese Echoarmut, dieses Dunkle letztendlich zeigt. Demgegenüber Karl Adolf von Basedow. Ein Chirurg, der die sogenannte Merseburger Trias beschrieben hat, in Dessau geboren und in Merseburg langjährig dann tätig. Da ist auch eine Klinik noch nach ihm benannt. Und er hat diese Merseburger Trias, diesen Kropf, diesen Exophthalmus und diese Tachykardie, also die vermehrte Herzfrequenz, hat er initial beschrieben als eine Symptomkorrelation. Und diese Symptomkorrelation wurde später dann auch mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht. Er hat das erstmal nur beschrieben. Hier haben wir eine Originalarbeit bzw. Publikation von 1840. Als Glotzaugenkachexie fasste Dr. Karl Adolf von Basedow erstmals 1840 das Krankheitsbild zusammen. Bis heute sprechen Ärzte bei Schilddrüsenüberfunktion, nicht bei allen Formen, aber bei einigen, vom Morbus Basedow und dem sogenannten Merseburger Trias. Wurde also in der Wochenschrift für die gesamte Heilkunde 1840 rausgegeben. Fand ich ganz interessant, das gefunden zu haben. Das ist es, Merseburger Trias, Karl von Basedow, 1840. Symptomkorrelation, ich habe es mehrfach genannt, und Graves hatte diese Symptomkombination bereits 1835, also 5 Jahre früher, beschrieben und sie als Krankheit des Herzens interpretiert. Ja, und die Kommunikation war damals noch nicht so, wie sie heute ist. So hat man jetzt im englischsprachigen Raum, ist man dabei geblieben, schon zu der damaligen Zeit das als Graves Disease benannt und im deutschsprachigen Raum als Basedowsche Erkrankung. Und der Bezug zur Schilddrüse wurde erst von Möbius später beschrieben, 1886. Da hat man erst gesagt, okay, der Kropf spielt eine entscheidende Rolle, aber hier spielt sich auch die Ursache der Erkrankung ab. Ja, dass es eine autoimmunologische Erkrankung ist, wurde dann später nachgewiesen, aber der Bezug zur Schilddrüse als Ursache der Erkrankung wurde dann von Möbius beschrieben. Ja, 1942, das vielleicht noch zur Ergänzung, wendeten Hertz und Roberts erstmalig die Radiotherapie beim Morbus Basedow an. Und
Estwood beschrieb 1943 die Therapie der Erkrankung mit dem Thyreostatikum Thiouracil. Und das ist genau das, was wir heute machen. Bei dieser basedowschen Erkrankung, das Thiouracil, das Favistan, ist ein Thyreostatikum. Damit kriegt man eigentlich 5 Milligramm, 10 Milligramm, damit fängt man an am Tag, kriegt man eigentlich die Überfunktion in der Situation fast immer in den Griff. Und ich hatte es schon erwähnt, nach einem Jahr macht man eine Therapiepause mit diesem Medikament und entscheidet dann, je nachdem, ob es zu einem Rezidiv kommt, ob die Erkrankung wiederkommt, ob weitere Therapien notwendig sind. Und das ist dann entweder die Radiotherapie, also die Bestrahlung, oder aber die Chirurgie. Ja, so sieht das aus, imposant, ja, mit diesen großen Augen, retrovolbäres Fettgewebe vermehrt und diese große Schilddrüse. Und da muss man eben überlegen, was zu tun ist. Ob man das mit Medikamenten allein oder ob man dann operieren muss später, wie ich es gerade beschrieben habe. Und die basedowsche Erkrankung im Gegensatz zu der Hashimoto-Erkrankung ist vor allen Dingen durch eine Hypervaskularisation in der Ultraschalluntersuchung auffällig. Das heißt, es sind vermehrt hier in der Dopplersonographie zu sehen, vermehrt die Gefäße, die hier darstellbar sind, also eine starke Durchblutung dieses entzündlich veränderten Organs und auch eine Echoarmut. Ja, scintigraphisch würde man beim Morbus Basedow, das Scintigraphie heißt, man spritzt ein radioaktives Pharmakon und kann dann entscheiden, ob es eine diffuse Autonomie ist, also eine gesteigerte Schilddrüsenhormonproduktion in allen Bereichen der Schilddrüse, das wäre typisch beim Morbus Basedow, oder ob es ein sogenannter heißer Knoten ist, der zu einer Überfunktion führt, ein autonomes Adenom. Man kann bei der Gelegenheit natürlich auch den kalten Knoten bei Zysten, Karzinomen oder Verkalkungen finden. Und das wäre der Normalbefund, eine gleichmäßige Anreicherung vor der Gammakamera von diesem Radionuklid. Technetium 99 nimmt man da normalerweise. Und das wäre der typische Befund, also diffuse Autonomie beim Morbus Basedow. Also die Scintigraphie führt auch in Richtung der richtigen Diagnose. Ja, was tut man? Welche Vorteile, welche Nachteile hat man bei dieser Erkrankung? Bei welcher Therapie zu erwarten? Die Thyreostatika, damit fängt man an, wenn die Schilddrüse nicht zu groß ist. Fängt man damit an, ist nicht invasiv, aber es kommt zu Rezidivraten von über 60% und es hat natürlich auch Nebenwirkungen, dieses Thyreostatikum, das man ja ein Jahr lang nehmen muss. Man muss die Leberwerte regelmäßig abnehmen und muss gucken, ob das vertragen wird. Aber das ist im Grunde genommen Therapie der ersten Wahl. Und da muss der Chirurg, Chirurgen operieren ja immer so gerne, diszipliniert sein und sagen, die Internisten, die Endokrinologen haben da zunächst mal Vorrang und therapieren mit diesem Thyreostatikum. Und dann schauen wir mal nach einem Jahr, ob das zu einem Rezidiv führt, wenn man das absetzt, das Medikament, oder ob das ausreichend damit therapiert wurde. Die Radiojodtherapie und die Operation sind im Grunde genommen dann die Reserveverfahren. Das heißt, wenn es nach einem Jahr zu einem Rezidiv kommt, hat man die Möglichkeit, eine Radiojodtherapie zu machen beim Nuklearmediziner oder die Operation. Vorteil der Radiojodtherapie, nicht invasiv. Das heißt, wir können keine Stimmbandverletzungen machen, wir können die Nebenschilddrüsen nicht versehentlich entfernen bei der Radiojodtherapie. Das ist ein Vorteil. Nachteil, es sind häufig Therapiewiederholungen nötig. Und man würde natürlich auch eine junge Frau, die eine Schwangerschaft plant, würde man natürlich ungern mit einer Radiotherapie versorgen. Auch da wäre die Operation vielleicht besser. Einfach aus strahlenhygienischen Gründen würde man das einem jungen Menschen, insbesondere den jungen Frauen, nicht unbedingt anbieten. Ja, die Operation, welcher Vorteil? Schneller Erfolg. Man hat natürlich dann innerhalb von 2 Wochen eine normale Stoffwechselsituation. Das ist natürlich ein schneller Erfolg und, das wissen wir auch, die Operation führt häufiger zu einem schnellen Rückgang der Augensymptomatik. Ja, das heißt, wenn die Orbitopathie, die Augensymptomatik im Vordergrund steht, dann ist die Operation sicherlich auch ein sehr gutes Mittel, aber immer in zweiter Intention, wenn die Thyreostase durch die Thyreostatika dauerhaft nicht zu erreichen war. Aber Nachteil invasiv und Komplikationen, das heißt, man sollte dann grundsätzlich ist es ja eigentlich auch bei anderen Krankheitsbildern so, von einem erfahrenen Chirurgen, der das eben auch häufig macht, operiert werden. Denn die Basedow-Operationen sind doch etwas anspruchsvoller von der Anatomie her als die Operationen beim blanden Kopf. Ja, die Problematik, also die Indikation. Der Chirurg muss gewissenhaft prüfen, besteht die Indikation bei diesem einen Patienten.
Und da muss man eben erstmal die Fachkenntnis haben und dann auch ein gewisses Rückgrat haben, dass die Patienten auch nur operiert werden, die sinnvollerweise von der Operation profitieren, wie ich es gerade gesagt habe. Die Radikalitätsprinzipien, da werden wir gleich noch was zu hören. Wie radikal ist dann zu operieren? Wie viel Restschilddrüsengewebe darf man stehen lassen? Die Komplikationen muss man kennen. Auch die Komplikationen des eigenen Handelns muss man kennen und messen. Das Risiko der Operation muss man abschätzen können. Den Verlauf und die Ergebnisse seiner Operation, seiner speziellen Operationstechnik sollte man kennen. Basedow-Operation, Parameter, woran hängt es? Die Schilddrüsengröße 50 Milliliter. Oftmals ist es so, dass Patienten, die jetzt nach einem Jahr das Medikament absetzen, die ein Rezidiv bekommen, wo dann also eine definitive weitere Therapie notwendig wird, dass die dann eingeordnet werden nach der Schilddrüsengröße. Wenn die Schilddrüsengröße 50 Milliliter übersteigt, sind die Nuklearmediziner häufig zurückhaltend. Dann kriege ich oft einen Anruf von dem Nuklearmediziner, der sagt, also Schilddrüsengröße 70 oder 80 Milliliter. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier eine Bestrahlung zu machen. Ich glaube, die Operation primär ist da besser. Und der Cut-off-Wert liegt etwa bei 50 Millilitern. Die hohen Antikörpertiter, der hohe Track-Wert, ist auch ein Indiz, dass eine Operation möglicherweise die bessere Wahl ist. Da gibt es verschiedene Studien. Schwangerschaft und Alter, ich habe es gerade angedeutet, dass bei jungen Frauen, die jetzt eine Schwangerschaft planen, bei jungen Menschen prinzipiell aufgrund der strahlenhygienischen Aspekte eine Operation möglicherweise besser ist als eine wiederholte Radiotherapie. Malignitätsverdacht, ganz wichtig. Wenn da Knoten drin sind und die haben sich verändert über die Zeit, die das jetzt beobachtet wurde, dann ist natürlich auch mit einer Radiojodtherapie keine histologische Sicherung und Abklärung möglich. Hier ist dann gegebenenfalls auch die Operation die bessere Wahl. Das hyperthyreose Rezidiv, wenn also immer wieder bestrahlt werden müsste, weil es immer wieder zu Rezidiven kommt, hier ist auch die Operation besser. Und die endokrine Orbitopathie, wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die sich, wenn das prominent ist, wenn das sehr stark ausgebildet ist, dass die sich viel besser zurückbildet nach der Operation als nach der Radiojodtherapie. Das ist ja auch klar, dass die Antikörperspiegel nach der Operation niedriger sind, weil das Organ ist ja entfernt worden, während es bei der Bestrahlung eben nur verkleinert wird und letztendlich in der Morphologie noch da ist. Ja, operative Therapie, pro sofortiger Therapieerfolg, niedrige Rezidivquote, positiver Effekt auf die endokrine Orbitopathie. Das ist ein Bild, das mir mein früherer Chef, der Professor Becker, der war Ordinarius in Göttingen über die lange Zeit, die ich dort als Oberarzt tätig war, zur Verfügung gestellt hat. Das war noch zu seiner Düsseldorfer Zeit. Die Düsseldorfer waren ja auch traditionell sehr an der Schilddrüsenchirurgie interessiert. Damals, als ich dort studiert habe, auch in Düsseldorf noch unter Professor Röhr, aber die anderen, der dann ursprünglich aus Marburg kam, aber die anderen haben das dann weiter übernommen. Und mein Chef aus Göttingen, der Professor Becker, war auch sehr, sehr versiert, was die Schilddrüsenchirurgie angeht. Und das war eine Patientin, die er wohl in Düsseldorf zu seiner Oberarztzeit noch kennengelernt hat. Die kam so, obwohl es ja in Düsseldorf auch, sagen wir mal, genug Ärzte geben müsste, die das rechtzeitig vielleicht entdecken könnten, kam zur damaligen Zeit so in die Notaufnahme mit einer Überfunktion und sie hatte einen Morbus Basedow. Und das war dann einige Wochen später, nach der Operation, der Kropf ist entfernt worden es geht hier offensichtlich viel besser, also völlig entspannte Gesichtszüge. Hier musste man notfallmäßig praktisch die Schilddrüsenhormone runterdrücken, dass man dann möglichst schnell operieren konnte. Also das kommt manchmal auch zu solchen ausgeprägten Situationen bei der Vorstellung des Morbus Basedow. Die endokrine Orbitopathie, die Augensymptomatik, ich hatte es erwähnt, hier nach einer Studie von Witte und Mitarbeitern aus dem Jahr 2000, 72% hatten eine deutliche Verbesserung, bei 23% blieb die Augensymptomatik nach der Operation gleich und 5% hatten eine Verschlechterung. Und es ist ein deutlich besserer Wert, das müssen Sie mir jetzt so glauben, als bei der nuklearmedizinischen Therapie, als bei der Radiotherapie. Das heißt, wenn die endokrine Orbitopathie im Vordergrund steht, ist die chirurgische Therapie immer nach dem Jahr gerechnet. Ich hatte es mehrfach erwähnt, dass man erst noch abwartet mit den Medikamenten, ist die chirurgische Therapie oftmals die bessere Wahl als die Radiotherapie. Ja, wie ausgedehnt wird operiert? Und das ist auch etwas, was natürlich die Chirurgen und auch die Endokrinologen lange Zeit beschäftigt hat. Wie viel muss man wegnehmen? Was darf stehen bleiben, ohne dass der Patient nach wie vor eine Überfunktion hat? Und man weiß,
dass bei einem Gesamtschilddrüsenrestgewebe von unter 4 Gramm eigentlich eine ausreichend radikale Operation durchgeführt wurde. Das kann auf beiden Seiten eine Near-Total-Resektion sein oder, was man heute auch häufiger macht, auf der einen Seite eine Hemithyroidektomie, auf der anderen Seite eine sogenannte Near-Total-Resektion. Und hier hat man postoperativ dann mit Rezidiven von unter 2% oder unter 3% etwa nur zu rechnen. Und das wird laut Literaturangaben als akzeptabel angesehen. Man muss also entsprechend radikal operieren. Das ist mal so eine Schilddrüse, wie wir sie entfernt haben beim Morbus Basedow. Das müssen Sie mir jetzt so glauben, die Konsistenz dieser Schilddrüsen ist ganz anders. Das ist so richtig hart und derb und man muss das schon, sagen wir mal, sehr sorgfältig präparieren, damit man hier keine Blutungen produziert. Hier ist kranial, also kopfwärts mit dem Lobus pyramidalis, rechter Schilddrüsenlappen, linker Schilddrüsenlappen, und dieses Präparat konnte in toto, also komplett, dann geborgen werden. Hier einmal Zahlen aus meiner Universitätszeit, 216 Patienten über 5 Jahre operiert, weiblich zu männlich, auch hier 9:1, Durchschnittsalter 40 Jahre. Und präoperativ bestand bei 42% der Patienten ein sogenannter Exophthalmus oder eine Orbitopathie. Man kann das hier sehen, dass die Augensymptomatik hier auch im Vordergrund stand. Die Schilddrüsengröße bei diesen Patienten maximal 456 Milliliter. Das ist schon ordentlich. Das sind, mit zwei Fäusten kommen Sie da nicht hin. Das sind zwei Fäuste auf einer Seite. Also das ist schon enorm. Und im Mittel 47 Milliliter, also deutlich vergrößerte Schilddrüsen. Gibt aber auch ganz kleine Schilddrüsen, die dann durch die Überfunktion beim Morbus Basedow Unheil anrichten können. Die OP-Indikationen sind hier mal aufgelistet, so wie sie damals gesehen wurden. Unzureichende thyreostatische Therapie, Rezidiv nach Thyreostatikergabe, Nebenwirkungen der Thyreostatika, Größe der Schilddrüse, stark erhöhte Antikörper und die endokrine Orbitopathie. Das waren jeweils die Symptomatiken, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Patienten operiert wurden. Radikalität, ich hatte es gesagt, unter 4 Gramm ist etwa das, was tolerabel ist für die Situation nach der Operation. Wichtig, die operative Strategie, dass man die Rekurrenznerven darstellt. Und ich weiß nicht, ob es hier Patienten gibt, die schon an der Schilddrüse operiert wurden. Also das Darstellen der Stimmbandnerven, der Nervi recurrentis, ist heute eigentlich obligat. Als ich angefangen habe mit der Schilddrüsenchirurgie, hieß es teilweise noch, wenn man ihn nicht darstellt, dann verletzt man ihn auch nicht. Das ist nicht der Fall. Da gibt es genug Studien mittlerweile, die zeigen, dass man den Stimmbandnerven unbedingt darstellen sollte. Sichtschonung der Epithelkörperchen ist gerade beim Morbus Basedow nicht immer ganz einfach. Sollte man auch auf jeden Fall machen. Gegebenenfalls eine Autotransplantation der Epithelkörperchen. Wir machen das auch regelhaft, wenn wir die Schilddrüsen operieren, und eine sogenannte Neurostimulation, um den Stimmbandnerven zu schonen und beziehungsweise um während der Operation schon zu erkennen, ob der Stimmbandnerv auf einer Seite verletzt wurde, um dann auch operationstaktisch zu entscheiden, ob ich die andere Seite überhaupt noch operieren darf. Und eine Lupenbrille sollte auch zumindest bei speziellen Operationsindikationen zum Einsatz kommen. Ja, die immunogene Hyperthyreose, postoperative Stoffwechsellage. Hier sind nochmal einige Studien aufgeführt. Im Ergebnis ist es das, was ich gesagt habe. Schilddrüsenrestgröße kleiner 4 Gramm führt nur zu einem ganz geringen Anteil zu einem Hyperthyreose-Rezidiv, also zu einer erneuten Überfunktion. Wenn man zwischen 4 und 8 Gramm stehen lässt, sind wir schon bei 11%, bei über 8 Gramm bei 13%. Ist also indiskutabel. Das heißt, man muss relativ kleine Mengen, wenn überhaupt, dann relativ kleine Mengen an Schilddrüsenrestgewebe stehen lassen, um entsprechend gutes Resultat dann zu erzielen. Wie wird operiert? Der sogenannte Kochersche Kragenschnitt. Theodor Kocher, ein Chirurg aus Breslau, der am Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat und dann auch den Nobelpreis für Medizin bekam. Einer von 7 Chirurgen, die das überhaupt geschafft haben. Heute wird man ja mit der Chirurgie kaum noch solche Berühmtheit erlangen können. Es sind heute andere medizinische Bereiche, die da eher den Vorrang haben. Aber Theodor Kocher hat sich um die Schilddrüsenchirurgie verdient gemacht und hat damals, solche Schnitte würden wir uns heute nicht mehr erlauben, ist auch schon ein bisschen älteres Bild, aber hat mit diesem sogenannten Kocherschen Kragenschnitt die Schilddrüse operiert. Und hier kann man einmal den Stimmbandnerven sehen, wie er hier entlang zieht, hinten an der Schilddrüse entlang. Die sogenannte Kochervene wurde hier durchtrennt und diesen Stimmbandnerven kann man hier darstellen. Der ist unbedingt zu schonen. Sie können sich vorstellen, dass man das mit viel Liebe und Ruhe hier abpräparieren muss. Und man hat heute eben die Möglichkeit, mit diesem Nervenstimulationsgerät sehr schön die Funktion dieses Stimmbandnerven während der Operation schon zu überprüfen, was aus operationstaktischen Gründen sehr, sehr wertvoll ist.
Ja, diese Lupenbrille kann man benutzen. Wir machen das in speziellen Indikationen auch. Und das ist das Neurostimulationsgerät. Da wird praktisch entweder eine Elektrode in den Kehlkopf gesteckt und den Musculus vocalis in den Musculus vocalis hinein. Oder was wir jetzt seit einiger Zeit machen, der Tubus, der beim Intubieren benutzt wird von den Anästhesisten, wird mit einer Elektrode beklebt, sodass man dieses Stechen nicht mehr haben muss. Und dann wird eben über so eine, über einen Neurostimulator, über so eine Sonde, wird der Nervus laryngeus recurrens oder der Vagus, von dem der abgeht, stimuliert und dann kann man solche Impulse sehen und man weiß, ob der Nerv noch funktioniert oder nicht. Heute obligat, wird aber auch von den gewissenhaften Schilddrüsenchirurgen hier in Berlin eigentlich auch flächendeckend angewendet. Es gibt natürlich auch gerade bei sehr kleinen Schilddrüsen heute Möglichkeiten, minimalinvasiv zu operieren. Das wird dann mit einem 2,5 cm großen Schnitt gemacht und dann wird mit so einer Kamera, geht man in den Hals ein. Wir machen das auch bei speziellen Indikationen. Das macht aber etwa nur 10-15% der Operationen aus. Und dann kann man diese kleinen Knoten, wir haben ja gerade gesehen, dass es auch sehr kleine Basedostromen gibt, diese kleinen Schilddrüsen hervorluxieren durch dieses kleine Löchchen und die Gefäße werden unter videoskopischer Kontrolle oben und unten abgesetzt. Ein elegantes Verfahren, das dann eben auch zu sehr kleinen Zugängen und sehr kleinen Narben führt. So sieht das dann postoperativ aus. Ist natürlich insbesondere bei jungen Menschen schöner, als wenn da so ein Riesenriegel entsteht nach der Operation. Ja, von den Patienten, die ich gerade sagte, hatten letztendlich in der retrospektiven Auswirkung fast 90% ein ausreichend radikales Verfahren. Bilateral, subtotal oder Hemi auf der einen Seite und Resektion auf der anderen Seite sind nicht, im Grunde genommen nicht ausreichend, um dieses Krankheitsbild dauerhaft zu therapieren, zumindest was die Rezidivraten angeht. Und es kam dann postoperativ, um das noch zu sagen, zu einer Rekurrenzparese, also zu einer vorübergehend meistens Schädigung des Nervens von 2,8%. Das ist eine sehr akzeptable Zahl. Man sagt, bei nicht entzündlich veränderten Schilddrüsen sollte man bei etwa 1% liegen. Bei den Basedostromen sind 2,8% respektabel. Und die transiente Hypokalzämie, das heißt, dass die Nebenschilddrüsen vorübergehend zu wenig Hormon bilden und man dann für eine gewisse Zeit Calcium einnehmen muss, lag bei 20%, was auch eigentlich für die vorübergehende Hypokalzämie ein respektabler Wert ist. Letztendlich entscheidend ist die geringe Morbidität bei all diesen Indikationen, insbesondere bei Morbus Basedow, darum geht es ja eigentlich bei den entzündlichen Veränderungen, dass der Chirurg aktiv wird. Die geringe Morbidität, die technische Exzellenz, die ich gerade im Detail beschrieben habe, mit der Neurostimulation und mit der Darstellung vor allen Dingen auch der Nebenschilddrüsen, die dann zu einem guten Ergebnis bei den Patienten führen kann. Und ja, damit bin ich schon fertig. Eine frühe Untersuchung bereits im Kindergarten. Das ist ein altes Foto, das habe ich mal gemacht im Kindergarten meines Sohnes. Die untersuchen sich ja auch schon gegenseitig. Haben Sie das gewusst? Ja? Ob die Schilddrüse eine Veränderung hat. Und das ist ein wunderbares Bild, das ich aus meiner Göttinger Zeit noch mitgebracht habe. Eine sogenannte Kropftasche. Dass es sowas gegeben hat, kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Eine Kropftasche, weil die Frauen solche großen Kröpfe hier im Bergischen, in dem Foto steckt mehr, als man so denkt, hier im Bergischen, also Jodmangelgebiet mit großen Kröpfen und die haben teilweise solche Kropftaschen in der damaligen Zeit getragen, damit sie weiter ihre Arbeit machen konnten. Denn die Chirurgie war ja nicht überall schon so weit, dass man sowas dann auch entfernen konnte. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.